sieht es denn aus mit Fragen? Das war, jetzt haben wir die ganze Zeit geredet und das Mikro gebrüllt. Jetzt erwarten wir von euch, dass ihr das auch macht. Stellt mal eure Fragen. Habt ihr denn welche? Ich werde hier durchlaufen. Na, fangen wir mal hier an. Da hatte ich als erstes eine Meldung gesehen. Geht mein Mikro? Ja, wunderbar. Hallo. Hi. Das Elixir, das man findet, ist das auch das, was man konsumiert, oder muss man das noch irgendwie verarbeiten? Nein, es gibt Elixir und es gibt Elex. Elixir, das ist kaum Elex drin. Ja, das sind einfach Splitter, die als Währung gehen, als reine Währung. Elex kannst du außerdem finden und verarbeiten. So, nächste Frage hier vorne. Ob es Easter Eggs von alten Spielen gibt? Da kannst du einen drauf lassen. Und wie sieht es aus mit, ach nee, ich stelle ja gar nicht die Fragen, was ist das? Da hinten habe ich eine Frage. Ja, ich kann sie aber auch machen. Ah, geh mal da hinten hin. Hallo. Hi, ich habe eine Frage, wie ist das mit Eleven eigentlich? Wie man skippt man die Sachen eigentlich? Stärke, Stärke, Schick, Mana, kann man so skillen? Kann man auch skillen? Wie stellt man die Sachen ein, ne? Richtig? Also, wie lernt man die ganzen Sachen, ja? Ja, ich hoffe, ihr habt es richtig verstanden. Wie Lernpunkte und so Lernpunkte? Ja, genau. Ich glaube, ich weiß, worauf es hinausläuft. Ja, genau. Ja, ja. Lernpunkte wie in Gothic, ja. Ja, genau. Lernpunkte wie in Gothic. Ah, wie? Okay. Ah, wie? Ja, Thema so, hier noch eine Frage. Ist teilweise auch so Humor, so alte Humor wie in Gothic vorhanden? Nee, das ganze Spiel ist Bier ernst. Wir mögen keinen Humor. Also, nee. Wir sind dieselben Arschgeigen wie das letzte Mal und natürlich wird es das auch wieder gehen. Hallo Kai. Ist der Spieler der Einzige, der ein Jetpack benutzen kann, oder? Nein, ist er nicht. Es wird auch Gegner geben, die dich durchaus auch mit dem Jetpack verfolgen werden. Sogar der Roboter konnte Jetpack benutzen da drüben. Hallo. Wie groß ist das Spiel? Skyrim-Größe, größer oder kleiner? Die Größe des Spiels. Das Spiel, wir haben mal spaßeshalber Gothic 3 reingepackt und es ist ungefähr anderthalb mal so groß. Wie weit ist das Spiel von der Entwicklung her bereits? Weil von den Bewegungen her sah das alles noch so ein bisschen klobig aus, wenn er geschlagen hat. Und ja, also der Release, was dran gemacht wird. Der Release ist it's done when it's 2017. Wir haben noch Zeit. Also wir arbeiten auf jeden Fall dran an den Animationen. Wir polieren, was geht. Ja, wir müssen erstmal die Welt fertig machen. Ja. Das ist wie beim Poker, das ist zum Sehen, ja, und die Kunden, die möchten ganz gerne, also ihr, ja, ihr wollt ganz gerne wissen, wie spielt man das und so weiter, das heißt, wir haben sehr früh hier die Hosen runterlassen müssen, ihr müsst euch da irgendwie anstellen, um zu gucken, also alles, was wir hier für den Schluss erzählen, das funktioniert auch wirklich, ja, aber wir haben auch sehr viel Zeit, um diese ganze Sache auch noch zu polischen. So, wo ist die nächste Meldung? Hinter mir muss ich da mal hinten reingehen. Schön. Auf welcher Konsole ist jetzt gerade die Demo? Auf welcher Konsole lief denn gerade die Demo? Auf der Computerkonsole. Und rauskommen wir auf PlayStation 4 und Xbox One. Wir machen auch alle Versionen diesmal in-house, dass es keinen Unterschied gibt, wenn wir releasen. Wir streben an, auf allen Plattformen gleichzeitig zu erscheinen. So, hier habe ich noch eine Frage. Die Kassenlehrer. Hat man verheiratete Spielpartner oder hat man nur Gesprächsoptionen mit denen? Beziehung. Eine Mischung zwischen beiden, würde ich sagen. Also du kannst nicht heiraten, aber nur reden ist auch langweilig. Wir haben Loyalität im Spiel. Das heißt, dass Group-Member, also Gefährten, ja, dich mögen oder dich nicht mögen. Und je nachdem, wie du handelst, wie du reagierst, wie dein Kältewert ist, ob du menschlich reagierst, ob du mehr wie Maschine bist, wie viel Elex du konsumierst, das kommt alles in die Waagschale und entsprechend reagieren die auf dich. Das ist sehr komplex. Wird euch Spaß machen. Aufgrund vieler, ich sag mal, aktueller schlechter Beispiele, portiert ihr es von PC für die Konsolen oder von Konsolen für den PC? Das macht beides. Wir machen beides gleichzeitig. Wir machen beides parallel. Wir haben ja jetzt schon mal eine PlayStation 4-Version mit der Enhanced Edition von Risen 3 gemacht. Die Xbox ist von Hause aus dem PC sehr ähnlich. Entsprechend sitzen wir an unseren PCs und entwickeln am Poggy-Team, die gleichzeitig die Konsolenversionen machen. So, die nächste Frage bitte. Inventarbeschränkung oder? Nee. Nein. Das ist voll scheiße. Auch den sowas. So, eine Frage haben wir noch hier. Ja.
Hallo. Wie ist die Balance zwischen Fernkampf und Nahkampf? Weil bei Gothic 2 nach der Rabenmasse so, es war als Nahkämpfer sehr, sehr schwierig und als Fernkämpfer war es relativ einfach. Also wir haben auf jeden Fall ein gleichwertiges Nahkampfsystem und Fernkampfsystem eingebaut. Und es wird natürlich auch nicht überall rumliegen, die Munition und so weiter. Natürlich hast du auf Distanz immer aus der Deckung raus einen Vorteil. Aber wir werden das gleichmäßig so tun, dass es auch für beides Spaß macht. Und du wirst Nahkampf auch brauchen an vielen Stellen. Ja? Es kommt also ein bisschen auf den Gegner an. Und auch das, auf das, was du willst, welche Waffe du benutzen willst. Mir ist vielleicht auch aufgefallen, dass die meisten Schosse, die haben immer eine Geschwindigkeit, dass ich auch gut ausweichen kann. Wir haben jetzt keine Dauerfeuermaschinengewehre, wo du überhaupt nicht mehr wegkommst. So, ja, da hinten ist noch eine Meldung, aber ich glaube, wir haben aber noch eine Frage an euch. Ja? Wollt ihr T-Shirt? Wollt ihr T-Shirt? Steht mal auf! Gut, dann werde ich mal versuchen, da die Hinkommen zu erreichen. Ja. Vorsicht! Hey! Jeder noch ein Kreuz, bitte! Wunderbar! Ja, nicht rumstehen, verteilen! Die Leute warten an dich! Ja! So, erstmal hier vorne. Hier. Alles muss raus hier, alles muss raus. Seid ihr noch da? Sehr schön. So, raus, raus, raus. Harry, nicht umstehen. Schmeiß weg die Scheiße, so. Die T-Shirts, ja. Vorsicht, das sind jetzt Schlüsselbänder. Genau, hier vorne einfach mal wegnehmen, sieht die nach. Das verteilen wir mal schön. Wollt ihr noch mehr Taschen hier? Guck mal da hinten. Da sind sie schon alle am Kuppeln. Ja, ich weiß. Achso, du hast auch einen. Ja, hier, guck mal hier. So, dann gehen wir mal hier vorne hin und da einfach mal was weg. Ja, dann sind sie da hinten. So. Entschuldigung. Ja, das Spiel erscheint nächstes Jahr, 2017. Bleibt uns gewogen. Vielen, vielen, vielen Dank. Ihr seid die Größten! Dankeschön. So, wenn ihr noch Fragen habt, wir stellen uns da vorne hin, wir beantworten auch weiterhin eure Fragen, wenn ihr noch Bock habt. Wir unterschreiben euch auch alles, wenn ihr wollt. Bis demnächst.